und in Wirklichkeit sei. Das ist die erste Empfindung, wenn er auf das Podium kommt. Fast ein Popper. Mit dem stachsig schlendernden Schritt, der gelangweilt skeptischen Körperhaltung einer frustrierten Turnschuhgeneration. Mit einem abschätzenden Blick hinauf zum Rang, wie jemand, der es eigentlich gar nicht nötig hat. Keine Verbeugung, keine Fisimatenten mit der Höhe des Klavierschemels, dem Flügeldeckel, dem Tüchlein. Gleich los. Chopin, ein Prälud. So beschreibt Heinz-Josef Herbort in der Zeit das Auftreten des heute 29-jährigen Jugoslawen, der zum pianistischen Superstar und zum Objekt fast kultischer Fanverehrung wurde, seit er 1980 nicht den Warschauer Chopin-Wettbewerb gewonnen hatte. Ich bin hierher gekommen, um ein neues Kapitel in der Interpretation von Chopins Musik einzuleiten, nicht bloß um am Wettbewerb teilzunehmen. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Warschauer Chopin-Wettbewerb demonstriert Ivo Pokorelic in dieser Pressekonferenz ein ungebrochenes Selbstbewusstsein. Ich betrachte meine Interpretation der Werke Chopins als wegbereitend. Und diese Interpretation hat nichts Zufälliges, ist auch keineswegs so extravagant, wie manche finden. Sie ist vielmehr das Ergebnis eines wohlüberlegten Konzepts, das hauptsächlich auf dem Notentext und den Quellen beruht, die uns zur Verfügung stehen. Doch an eben dieser Interpretation schieden sich die Geister der Juroren. Viermal Bestnote und viermal die niedrigste Punktzahl. Dieses Urteil der 8 Preisrichter warf Pokorelic im Halbfinale aus dem Wettbewerb. Martha Argerich, in Temperament und pianistischer Bravour dem Durchgefallenen nahestehend, betrachtet durch Pokorelics Ausscheiden den ganzen Chopin-Wettbewerb als abgewertet. Sie will diese Entscheidung nicht mittragen, legt unter Protest ihr Jurorenamt nieder und verkündet öffentlich, dieser Mann ist ein Genie. Jurymitglied Nikita Magalov aus der Schweiz pflichtet seiner berühmten Kollegin bei. Ivo Pokorelic hat, wie das wohl kaum sonst jemand auf der Welt kann, die Kunst des Klavierspiels in höchster Vollendung vorgeführt. Für Pokorelic ist Interpretation ausschließlich Ergebnis seiner Arbeit an einem Stück, das Resultat eigenen Nachdenkens. Sogar wenn von Komponisten Plattenaufnahmen eigener Werke existieren, wie etwa bei Rachmaninow und Prokofjew, die selbst virtuose Pianisten waren, Pokorelic betrachtet sie bestenfalls als Illustration. Und da man für Chopins Musik höchstens auf die Aufzeichnungen zeitgenössischer Musiker oder auf die Memoiren von Damen aus Chopins Leben als Quellen zurückgreifen könne, verlässt er sich lieber auf seinen eigenen Geschmack. Nachdem schließlich sogar die kommunistische Tageszeitung Tribuna Ludu Pokorelics Ausschluss als Fehler bezeichnete, versuchte man, den Eklat zu mildern, so gut eben möglich. Die Warschauer Nachdem schließlich sogar die kommunistische Tageszeitung Tribuna Ludu Pokorelics Ausschluss als Fehler bezeichnete, versuchte man, den Eklat zu mildern, so gut eben möglich. Die Warschauer Musikkritiker kreierten flugs einen Sonderpreis für dieses außerordentlich originelle Pianistentalent. Die Studenten der Musikakademie überreichten ihm eine Trophäe mit der Aufschrift für Ivo Pokorelic, unseren Gewinner. Bei einem eilig angesetzten Sonderkonzert drängten 3000 Fans des exzentrischen Virtuosen auf Einlass,
besetzten zu Hunderten das Podium und ließen am Schluss ihren Star erst nach fast halbstündigen Ovationen unter Polizeischutz abziehen. Der Beginn einer pianistischen Weltkarriere.